die Beraterbank. Unmerklich, ohne Aufsehen, fast wie es seinem Wesen entsprach, ist Max Schmeling am Mittwoch gestorben. Erst nach seiner Beisetzung am Vormittag wurde die Öffentlichkeit über den Tod des Boxers informiert, der noch zu Lebzeiten zur Legende wurde. Er war einfach ein großes Vorbild im Sport und auch in seiner menschlichen sozusagen Ausrichtung auf die Menschen zugehend, sich mit der Jugend zu befassen, auch Optimismus zu haben. Also das hat mich doch sehr traurig gemacht, dass dieser große Sportler und noch wichtiger, dieser große Mensch gestorben ist. Wir haben ein wunderbares Zeit miteinander verbracht. Es war nicht viel, wir haben uns zweimal getroffen und der Mensch hat uns ganz stark beeindruckt. Und natürlich seine Lebensgeschichte beeindruckt viele Menschen in der ganzen Welt. Kann ich nur mich vor Max verneigen, das war ein toller Freund. Vor allen Dingen einer, der was geleistet hat im Sport, auch in seinem Leben. Aber immer auch an die Allgemeinheit gedacht hat und vor allen Dingen an Bedürftige, an junge Sportler. Und immer auch die unterstützt hat und gefördert hat. Es war an seinem 97. Geburtstag vor 2 Jahren, der letzte öffentliche Auftritt. Max Schmeling bei der Einweihung der Sporthalle in Berlin, die seinen Namen trägt. Geboren wurde er in der Uckermark in Vorpommern am 2. September 1905 im kleinen Lukow. Deutschland ist noch Kaiserreich unter Wilhelm II. Hamburg-Eilbeck, ein Arbeiterviertel. Nach Kinderjahren auf dem Lande wächst Schmeling hier heran. In Hamburg gibt es Lichtspielhäuser. Möglicherweise wäre der stramme Max ohne Kino nie zum Boxer geworden. Immer wieder erzählt er später, welch bleibenden Eindruck der Film des WM-Kampfes Dempsey gegen Carpentier hinterlassen hat. Er sieht ihn fast täglich. Seine ganzen Ersparnisse landen an der Kinokasse. Als ich damals als Junge diesen Kampf sah, dass mich besonders Dempsey inspirierte, wirklich nun Boxer zu werden. Und das Boxfachbuch des hier niedergeschlagenen George Carpentier ist Schmelings erste Trainingsfibel. Verbunden mit dem Bewusstsein, nie aufzugeben. Das Wort aufgeben hat eigentlich nie in meinem Lexikon gestanden. Es gibt schon im Leben Dinge, wo ein anderer für einen aufgibt vielleicht. Aber ich selber habe eigentlich nie aufgegeben. Ich habe meine sämtlichen Kämpfe so beendet, nicht wahr, dass ich also niemals aufgeben musste. Hätte aufgeben müssen schon, aber ich habe nicht aufgegeben. Es ist wohl für mich das Handtuch geworfen worden, Kampf gegen Joe Louis, der zweite Kampf. Aber ich selber habe nie aufgegeben. Ich habe auch nie nach dem Kriege, als wir alles verloren hatten, als es wieder ein neues Beginnen gab, auch nie aufgegeben. Immer nach vorne geschaut. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt für einen Menschen, dass er nach vorne schaut und nicht nach hinten und dass er Dinge, die er anpackt, nicht wahr, dass er sie auch versucht zu Ende zu bringen. Ich habe in meinem Leben nicht nur Glück gehabt, ich habe auch sehr oft Pech gehabt und habe aber versucht, aus Niederlagen, ob sie im sportlichen Bereich waren oder ob die Niederlagen im geschäftlichen oder im Leben waren, aus diesen Niederlagen zu lernen. Und ich bin immer sehr gut gefahren damit, nicht lange drüber zu trauern, sondern neu anzufangen. Max Schmeling verlässt dann Hamburg, um Boxer zu werden. Seine neue Heimat ist das Rheinland, Anfang der 20er Jahre noch französisch besetzt. Der Boxclub Köln-Mülheim sein erster Verein. Doch schnell lockt die Hauptstadt. Berlin, Glanz und Glamour, ein Magnet und Anziehungspunkt. Damals die zweitgrößte Stadt in Europa. Schmelings neue Gesellschaft sind die Künstler und Intellektuellen jener Zeit. Und er selbst steht bald auch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Er ist 21, als Arthur Bülow, der Herausgeber des Fachorgans Boxsport, ihn überzeugt, in Berlin zu bleiben.
Es kommen die ersten großen Erfolge im Alter von 22 Jahren. Europameister gegen den Belgier Delage, noch im Halbschwergewicht. Als er seinen ersten Schwergewichtskampf bestreitet, ist Schmeling schon eine große Nummer. April 28, da besiegt er den Berliner Franz Diener nach Punkten und wird deutscher Meister. Es lockt die internationale Karriere. New York 1930. Max Schmelings erster Versuch, Weltmeister aller Klassen zu werden. Gegner ist der 3 Jahre ältere Jack Sharkey. Im Yankee-Stadion sehen 79.000 Zuschauer diesen Kampf. Der Mann aus Boston beherrscht die ersten 3 Runden klar. In der 4. Runde landet seine Linke unterhalb der Gürtellinie. Sharkey wird disqualifiziert. Schmeling ist Weltmeister, aber es bleibt ein fader Beigeschmack. In der Nacht wollte ich meinen Titel zurückgeben. Und weil ich glaubte nicht mehr, dass einen Titel nicht mehr unter diesen Umständen, das war unbefriedigend. Und einer der bekanntesten amerikanischen Journalisten, Paul Gallico, der sagte mir: Max, Sie sind verrückt. Beweisen Sie in Ihrem nächsten Kampf gegen Jong Stripling, dass Sie der wahre Weltmeister sind. Und in dem nächsten Kampf habe ich den in der 15. Runde durch K.O. gewonnen. 1932 verliert Schmeling wieder seinen Titel an Jack Sharkey. Die Punkteniederlage gilt in der Fachwelt als Skandalurteil. Schmeling bleibt zum Trost 172.000 Dollar als Börse und die Entschlossenheit, wieder anzugreifen. Ich bin überzeugt, Max, dass wir innerhalb eines Jahres den Titel wieder haben. Ich bin ganz sicher. Ein lebenslanger Erfolg bleibt seine Ehe mit der Schauspielerin Annie Ondra. 1935 nahmen sie im Film Knockout irgendwie ihre Ehe voraus. Denn wie Sie den Fitgen da umgelegt haben, na prima. Nur, dass Sie deshalb entlassen worden sind. Ich will ja ganz was anderes. Ich will ja auch nicht boxen. Ich will ja auch nicht nach Hamburg. Nach Hamburg? Na ja, ich müsste nach Hamburg zu Herrn Schmidtchen. Wegen der Ausbildung. Kennen Sie Hamburg? Oh ja, sehr. Gefällt Ihnen Hamburg? Hamburg ist für mich die schönste Stadt, die es gibt. Würden Sie mit nach Hamburg gehen? Mit? Mit wem? Ich meine, ob Sie gerne nach Hamburg gingen. Über kurz oder lang muss ich ja nach Hamburg. Warum? Ich heirate nämlich in Hamburg. 4 Wochen vor seinem ersten Fight gegen Joe Louis. Schmeling bereitet sich in einem Trainingscamp in den USA vor. Jetzt noch 3 Wochen bis zum Kampf. Wir müssen vorsichtig sein, du weißt doch. Du hast recht. Nichts ist schlimmer als übertrainiert sein. Da muss ich mich sehr vorsehen. Du weißt, am 18. Juni muss ich eine ausgezeichnete Verfassung sein. Wirst du auch. 18. Juni 36 im Yankee Stadium von New York. Es ist kein WM-Kampf, sondern es geht darum, wer den Champion James Braddock herausfordern darf. Über Tiefseekabel geht die Nachricht an die Volksempfänger. Joe Louis wird erstmals in seiner Karriere K.O. geschlagen. Ein triumphaler Empfang am Frankfurter Römer, wie ihn heute nur Fußballmannschaften erleben. Schmeling wird dann aber nicht gegen Braddocks boxen, weil dieser nicht auftritt. Inzwischen heißt der Weltmeister Joe Louis, den Schmeling im Juni 38 in New York herausfordert. Es werden die bittersten Momente in der Laufbahn des inzwischen 32-Jährigen. Nach einer Serie von niederschmetternden Schlägen mit der Rechten ist der Kampf für Schmeling nach 124 Sekunden beendet. Max Schmeling wird noch einmal Europameister und dann kommt der Krieg. Der Boxer wird als Fallschirmspringer 1941 auf Kreta verwundet. 48, als 43-Jähriger, boxt Schmeling zum letzten Mal und verliert gegen den Hamburger Richard Vogt. In den Herzen der Fans bleibt er als der größte deutsche Boxer aller Zeiten. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge: im Ring der Erste zu sein. Vor den Toren Hamburgs in Hollenstedt lebte er 54 glückliche Jahre mit seiner Frau. Das Haus war offen für Freunde, dennoch lebte das Paar zurückgezogen. Nach seiner Boxkarriere wurde Schmeling ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er züchtete Nerze und besaß eine Hühnerfarm. Das entsprach am ehesten seinem Berufswunsch, denn ursprünglich hatte er Förster werden wollen. Tiere, so sagte er einmal, bedürfen der Hege und Pflege. Später wurde er Konzessionär von Coca-Cola. Zeitlebens galt Schmeling trotz aller Erfolge, trotz einer beispielhaften Boxkarriere, als besonders bescheiden, als jemand, der sich nie aufdrängte oder in den Mittelpunkt stellen wollte. Ich muss ehrlich zugeben, ich höre lieber zu, als dass ich mich also an Gesprächen beteilige, von denen ich unter Umständen nichts weiß und vielleicht doch Wupas begehen würde.
Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in Berlin lebte, nicht wahr, meine morgendlichen Läufe, meine Waldläufe machte, die führten mich durch den Grunewald. Und da bin ich immer durch die Max-Alt-Straße gelaufen. Ich weiß noch, Max-Alt-Straße Nummer 5, da wohnte Fritz Kortner. Und ich bin also jede Woche mindestens zweimal bei ihm eingekehrt, habe da eine Limonade getrunken bei ihm und habe mich mit ihm unterhalten. Und die wissen ja selber, der Fritz Kortner war ein sehr interessanter und ein hochgebildeter Mann. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und ich habe ihm dann einige Schläge gezeigt, wie man den linken Garten macht und den rechten Uppercut. Und diese Schläge hat er dann später mal in einem Theaterstück mit Hans Albers, ich glaube, es waren Rivalen, wenn ich nicht irre, anbringen können. Unzählig die Ehrungen, die Max Schmeling im Laufe seines Lebens erhielt. Schmeling war ein Idol seiner Zeit, wurde zur Legende, dessen Ursprung seine Frau Annie Ondra am besten erklären konnte. Das ist sehr schwer zu sagen, aber ich glaube, das liegt daran, dass er sich immer selbst treu geblieben ist. Verstehen Sie, er hat immer nur ein Ziel gekannt und er hat sich nicht zersplittert. Und hat dieses Ziel auch hartnäckig verfolgt? Er hat es mit einer Konsequenz und mit einer Hartnäckigkeit immer versucht, das zu erreichen, was er erreichen wollte. Und er hat sich auch durch Misserfolge nicht abschrecken lassen. Max Schmeling hatte einen Wunsch. Er wollte unbedingt 100 werden. Mit 99 starb er am Mittwoch. Musik.